Hey Leute, nun ist es soweit, endlich ist ein Shiny Muramura erschienen, nach 2649 Encounters. Ich dachte, wann kommt diese Shiny endlich? Ich meine, ich habe schon mein Pokédex voll und ich habe echt, also wie bereits erwähnt, 2649 Encounters gebraucht, um diese Shiny Muramura zu treffen. Und ja, seine Verteidigung ist jetzt gerade gestiegen, weil er sich in einer besonderen Aura befindet. Und ja, das bedeutet, physische Attacken wie Laubklinge werden dem Muramura jetzt nicht so viel Schaden zufügen. Ich muss auf jeden Fall zugeben, dass ich mich nicht gut vorbereitet habe. Ich bin einfach losgerannt, nachdem ich mein Pokédex voll hatte. Also leider habe ich jetzt kein Pokémon am Start, womit ich dieses Muramura paralysieren kann oder einschläfern kann. Daher, was soll's. Ich werde auf jeden Fall etwas mit den Pokémon tun, die ich jetzt habe. Fangen wir mal an, Leute. Attackieren wir es erst einmal mit der Attacke Laubklinge und so wenig. So wenig. Okay, Eisenschädel. Ja, das ist nicht sehr effektiv. Ich setze nochmal Laubklinge ein. Ja, erstmal will ich es so viel wie möglich schwächen. Oh, ein Volltreffer. Ein Volltreffer. Okay, jetzt mache ich gar nichts mehr. Wartet mal. Ich muss erstmal schauen, ob ich irgendwie Hypertränke am Start habe. Top-Trank, genau das gebe ich erstmal dem Katagami. Ansonsten habe ich noch andere Pokémon am Start, die auf jeden Fall überleben können. Ich habe noch ein Silverum mit der Attacke Trugschlag. Aber ich habe jetzt mit Katagami angefangen. Level 60 Pokémon, das passt auch. Habe auch Items wie Super Shots benutzt. Dann steigt die Wahrscheinlichkeit. Oder dann kann man das so hinkriegen, dass ein Muramura die ganze Zeit einen angreift und kein anderes Pokémon. So, welche Bälle habe ich denn hier am Start? Ich habe einen Meisterball, den benutze ich aber nicht. Ich habe 8 Ultrabälle, die benutze ich erstmal. Mal schauen, ob wir dieses Shiny Muramura fangen können. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Nice! So schnell. Ah, cool, alles klar, endlich. Mann, Leute, 2649 Mal bin ich abgehauen. Ach, ich habe noch einen Blutzucker am Start. Und das ist auf Level 1. Okay. Dann bekommt es erstmal sehr viele Level. Nee, keine Attacke lernen. Ich will hier so schnell wie möglich raus, das Spiel abspeichern. Und ja, Leute, endlich. Jemand hatte mal zu mir gesagt gehabt, dass er 3000 Soft Resets um den Dreh gebraucht hat. Und ich dachte, boy, 3000. Und ich war selbst kurz davor. Jo, alles klar, Blutzuck bekommt immer noch Erfahrungspunkte. Jo, mittlerweile ist er schon auf Level 12. Level 13. Boah. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe total vergessen, dass ich Blutzucker am Start hatte hier im Team. Warum habe ich überhaupt dieses Pokémon damals mitgenommen? Ja, das Ding ist, das ist die Ultramond-Edition. Auf der Ultramond-Edition hunte ich die Shinies und die Edition Ultrasonne benutze ich für die Wi-Fi-Battles. Boah, komm schon. Ich will mir endlich Muramura anschauen. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Oha, oha. Ja, Leute, so ist das, wenn man gegen ein Level 60 Pokémon kämpft und ein Pokémon auf Level 1 hat. Möchtest du dem Muramura einen Spitznamen geben? Nein. In mein Team. Bitte wähle ein Pokémon aus deinem Team, das abgelegt werden soll. Okay, welches Pokémon soll ich ablegen? Ja, Blutzuck. Item im Beutel verstauen. Perle kann man immer gut gebrauchen. So Leute, Muramura wird in dein Team aufgenommen. Alles klar. Ja, ich nehme gerade mit dem iPhone auf. Ich habe die Ultramond-Edition gerade in meinem anderen DS drin gehabt bisher. So, schauen wir uns mal kurz Muramura an. Ja, es kann sein, dass das Bild sich ein wenig bewegt.
weil ich gerade hier am DS spiele. So. So sieht das aus. Ich will einmal kurz das Wesen abchecken. Forsch. Vom Wesen her forsch. Okay, was soll's. Immerhin ein shiny Muramura. Und ja, Leute, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das wollte ich euch einmal zeigen und mit euch das teilen und ja, gemeinsam dieses shiny Muramura fangen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem kurzen Video. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns dann in den nächsten Videos wieder. Haut rein, Leute, macht es gut und ciao. So, das Wesen ist forsch, getroffen am 3.3.2018. Ich habe echt lange gebraucht, locker 2-3 Monate. Macht es gut, Leute, ciao.